Monumentalität und Massivität assoziiert man oft mit Betonkonstruktionen. 3D-Betondrucksolutions, ein innovatives Unternehmen aus Amstetten, verwendet eine ganz andere Technologie, mit der die Herstellung organischen und fragilen Formen möglich ist. Heute dürfen wir ein Gespräch führen mit Herrn Magister Treindl und Herrn Magister Stefan Umdasch, den beiden Gründer des Unternehmens. Danke für diese Möglichkeit. Herr Treindl, was gab den Anstoß für dieses Projekt? Der Anstoß liegt in etwa so 3 Jahre zurück. Und zwar war das für mich immer ein Wunsch, neben der Retail Branding GmbH noch ein weiteres Unternehmen zu gründen. Ein Unternehmen, das nicht nur geistige Produkte erzeugt, sondern auch materielle Güter. Und dieses Unternehmen sollte innovativ sein und technologiegetrieben, sodass es auch wirklich zukunftsfest ist. Und so sind wir halt auf das 3D-Betondruck-Thema erst in Folge gestoßen, weil zuvor hat sich der Stefan Umdasch und ich sich intensiv mit dem Thema der 3D-Drucktechnologie beschäftigt. Er war auch sofort Feuer und Flamme und wir wollten gemeinsam damals schon ein retail-taugliches Konzept entwickeln. Wir waren sehr weit, haben die ganze Logistikkette schon geschlossen, das Konzept gut aufgestellt. Im letzten Moment ließen uns die Retail-Partner ein bisschen im Stich, haben vielleicht da gedacht, dass vielleicht die Zeit noch zu früh ist. Es schien sich zu verlaufen, aber dann haben wir diese 3D-Betondrucktechnologie entdeckt, weil ein junger Mann, der Martin Staudinger, er ist unser dritter Partner, er hat diese Betondrucktechnologie entwickelt. Und da war uns sofort klar, als wir gesagt haben, sollen wir das machen? Klar, das ist ja eigentlich genau das, auf was wir gewartet haben, weil unser spezifischer Erfahrungshintergrund mit der Technologie sehr gut arbeiten kann. Und wir haben dann mit dem Herrn Staudinger gesprochen, ob wir das nicht vielleicht gemeinsam machen sollten. Der Herr Staudinger hat auch ein sehr offener, sympathischer Mensch, sagt, ja super, weil ich käme im Beton gut aus, aber mir fehlt ein bisschen die Erfahrung und diese Kompetenzen für Design, für Marketing und das unternehmerisch gut zu entwickeln. Da war klar, das müssen wir gemeinsam machen. Wir haben die Firma entwickelt und haben uns dann speziell auf die Euroshop vorbereitet, weil uns die Umdasch Storemakers die tolle Chance gegeben haben, unseren Marktauftritt gemeinsam auf der Messe in Düsseldorf zu gestalten. Dafür hat der Herr Stefan Umdasch 2 fantastische Objekte entwickelt, aber ich glaube, das wird er ja selber viel besser darstellen können. Und so nahm das Ganze mal seinen Anfang. Herr Umdasch, vielleicht erzählen Sie ein bisschen über die beiden Objekte, die speziell für die Messe damals produziert wurden. Naja, die Umdasch Storemakers Group hat diese Messe ausgerichtet und hatten ursprünglich konventionelle Möbel. Das waren große Möbel. Das eine ist eine zentrale Bar mit einem Durchmesser von rund 4 Metern. Das andere ist ein Empfangspult, auch ein relativ großes, sehr präsentes Möbel. Hatten das in Holz vorgesehen. Und da hatten wir die Idee, diese Möbel in Betondruck zu machen. Und das war für Umdasch was vollkommen Neues. Wir haben die ersten Ideenskizzen einmal präsentiert. Das waren wirklich nur Handstrichskizzen. Und eigentlich haben die sofort gesagt, das probieren wir. Ja. Wir haben das dann auch digitalisiert, weil man muss sich vorstellen, jedes Betonobjekt, das gedruckt wird, hat ja einen sehr weiten Weg, bis es gedruckt wird, weil es muss digitalisiert werden. Wir haben es dann einmal gezeichnet am Computer, wir haben es dann auch digitalisiert. Es sah sehr gut aus und es konnte auch gedruckt werden. Und es war, glaube ich, auch auf der Euroshop dann ein sehr großer Erfolg. Es war eigentlich fast, ich möchte ein bisschen sagen, der Showstopper auf dieser Messe. Es haben irrsinnig viele Leute, konnten gar nicht am Anfang begreifen, was das überhaupt ist. Ja, ja, wir hatten sehr, sehr positiven Feedback zu diesen Möbeln. Leider kam 14 Tage nach dieser Euroshop der Lockdown. Und was dann war, das wissen wir alle selber. Es war eigentlich dann wieder zurück zum Start. Was sind die Haupteinsatzbereiche von solchen Objekten? Ehrlich gesagt, wir wissen es selbst noch nicht, weil die Optionen sind eigentlich unendlich. Ja. Überall dort, wo Betonbisse eingesetzt werden, nahezu kann man auch diese Technologie einsetzen, vor allem im Bereich jetzt des Innenausbaus, des Möbelbaus.
Aber es eröffnet uns ja ganz neue Felder für Produktentwicklungen, wo man ja bisher mit Beton nicht arbeiten konnte, weil die klassische Betonverarbeitungstechnologie ist ja Gussverfahren und da ist ja nicht der Endpass der Beton, sondern die Gestaltung der Gussform und da sind einfach Limits gesetzt, technologisch, aber auch natürlich wirtschaftlich. Und diese Engpässe haben wir nicht in der Technologie des 3D-Betondrucks. Aber wir sind jetzt einmal speziell ausgerichtet für den Innenausbau. Wir haben deshalb ja die Chance bekommen, unser Düsseldorf darzustellen. Das Echo war wirklich perfekt. Wir haben jetzt, also man braucht zwar Innovationen, die man den Markt hat, aber man braucht auch innovative Kunden, die sich das trauen. Und wir haben jetzt mit der Firma Wieninger, Intersport Wieninger, einen innovativen Kunden, mit dem wir in Parndorf für sein neues, tolles Outlet uns die Gelegenheit gegeben hat, dort auch tolle Einrichtungsobjekte zu entwickeln und zu produzieren. Das ist einmal der Einrichtungssektor, aber im Speziellen sind wir jetzt auch sehr stark ausgerichtet auf Outdoor-Gestaltung, Landschaftsgestaltung, wo uns auch die Gemeinde am Stetten bereit erklärt hat, dass wir in diesem Prozess der Stadterneuerung aktiv teilnehmen können. Wir haben zurzeit ein Thema, das wir intensiv verfolgen, es sind beheizte Outdoor-Möbel. Das ist auch nur mit unserer Technologie so möglich. Es geht weiter, ja, der Lamato, den haben wir noch gar nicht angesprochen. Das ist ein schönes Objekt, das der Stefan designt hat und das ja am Hauptplatz in Amstetten steht. Das ist etwas ein Kind der Krise, weil unmittelbar, wie der Stefan gesagt hat, noch der erfolgreiche Messe kam der Lockdown, aber wir waren nicht verzweifelt. Wir haben gesagt, wir nutzen die Krise, erfinden was Entsprechendes. Das läuft jetzt gut an. Ja, wir haben jetzt schon mehrere Lamato stehen, Grafeneck in Amstetten, in Leibniz, jetzt auch in Wien. Jetzt haben wir mal den Eintritt in die Bundeshauptstadt geschafft. Ja, aber das Endziel, ja, das ist so unsere gemeinsame Vision, ist die Verbindung aus 3D-Druck-Hochbau mit 3D-Druck-Innenausbau. Und wenn uns das gelingt, dann sind wir wirklich auf einem sehr dynamischen Entwicklungspfad. Was sind die Vorteile? Was spricht für Beton als Material für sowas, für diese Objekte? Von meiner Seite sehe ich einen Vorteil darin, dass Beton natürlich eine gewisse Stabilität hat, eine Dichte hat. Man Dichte ist ein Vorteil jetzt zum Beispiel bei beheizten Outdoor-Bänken, weil durch die Dichte des Betons wird sehr viel Wärme im Objekt gehalten. Dadurch kann man mit sehr wenig Energie eine Dauerwärme erzeugen zum Beispiel. Oder beim Lamato ist ein großer Vorteil die Dichte, dass die Hitze von außen nicht an das Desinfektionsmittel heran kann. Ja? Dass wir im Inneren von so einem Objekt nie mehr als 40 Grad haben. Dass er ein gewisses Gewicht hat und somit nicht gestohlen werden kann. Das ist heute im öffentlichen Bereich sicher auch eine Frage. Oder auch der Vandalismus. Ja? Das sind harte Objekte, die auch physische Gewalt von außen abhalten können. Aber es ist auch die Materialität. Beton ist schön, kann sehr schön sein. Und es ist vor allem die Gestaltung. Ja, man hat beim Betondruck Möglichkeiten, die man beim normalen Betonieren nicht hat. Ja, man kann freie, bionische, organische Formen drucken. Das ist das Schöne dran. Vielleicht ein Punkt, nämlich wichtig, ja, es ist einmal die Gestaltung, es ist alles, ich meine, Goethe sagt schon nicht, der Schönheit ist es verdankt, bemerkt zu werden. Nicht? Und das können wir jetzt mit der Technologie. Wir können schöne Objekte machen, die einfach den Menschen erfreuen. Ja? Aber das ist ganz wichtig für die Auftraggeber. Wir sind sehr wirtschaftlich. Wir sind sehr, sehr günstig. Das wäre nämlich meine nächste Frage. Wie kann die Zusammenarbeit mit 3D-Beton-Druck-Solutions ausschauen? Das heißt, wenn ich zum Beispiel mir einen neuen Tisch wünsche oder vielleicht neue Gartenmöbeln. Es gibt unterschiedliche Wege. Also wir haben, was das anlangt, zwei unterschiedliche auch Geschäftsfelder. Das eine ist einmal der Auftraggeber als solcher, der jetzt nicht über Design-Know-how verfügt, der sagt, ich habe eine vage Vorstellung, ja, ich habe so ein inneres Bild von einem schönen Tisch aus Beton. Dann können wir, weil ja wir die Designkompetenz im Haus haben, dann können wir für den Kunden diesen Tisch entwickeln. Wir können die künstlerischen Entwürfe machen, wir können den Digitalisierungsprozess machen, wir machen die Produktion, wir liefern, wir montieren. Alles aus einer Hand. Aber wenn ein Architekt sagt, ich möchte selber kreativ sein mit der Technologie, dann kann der Architekt das Objekt entwickeln und wir unterstützen ihn dann in der technischen Machbarkeit. Ja. Vielleicht noch ein bisschen im Design, ja. Genau. Weil die meisten oder die wenigsten Architekten
haben noch wirklich keinen Zugang zu den Möglichkeiten. Ja. Also da greifen wir ihm schon unter die Arme und helfen ihm, aber an sich sind wir da sehr frei und es ist alles offen. Ja. Was wir jetzt spüren, weil du das sagst, wir spüren eigentlich, dass wir, weil die Technologie ist wirklich neu, wir sind weltweit die Ersten, die mit dieser Technologie auf den Markt gehen. Und wir sehen, jeder sagt immer, Innovationen, das Neue. Aber Menschen haben sehr viel Angst auch vor den Neuen. Nicht? Und die größte Aufgabe ist, die Angst vor der Neuheit zu nehmen. Nämlich zu sagen, es funktioniert, ja? Es ist wirtschaftlich darstellbar, man kann es sich leisten. Und das ist jetzt der Prozess, den wir jetzt in der Markteinführungsphase machen. Aber wenn wir mal ins Gespräch kommen, dann ist das Feedback sehr, sehr positiv. Herr Umdasch, ich weiß, dass in diesem schönen Garten gibt's schon ein Objekt, was mit 3D-Betondruck hergestellt wurde. Dürfen wir das anschauen? Ja, gerne, gerne. Das ist eine Schildkröte. Diese Schildkröte habe ich einmal gezeichnet, wie sie ungefähr aussehen kann. Ich habe da mehrere Renderings und Handskizzen gemacht. Die wurde dann digitalisiert am Computer. Und wenn wir es uns anschauen, sieht man am meisten, weil dann kann ich es auch am meisten zeigen, wie das aussieht und wie der 3D-Betondruck verläuft. Herr Umdasch, vielleicht erzählen Sie uns ein bisschen über diese Schildkröte. Wie ist sie entstanden? Wir stehen an sich in einem aufgelassenen Terrarium hier. Hier lebten nämlich einmal drei Schildkröten und die sind leider gestorben. Und nachdem es keine Schildkröten mehr gibt, sollte hier eigentlich als Andenken an diese Schildkröten eine große Schildkröte stehen. Und da war 3D-Betondruck war ideal dafür. Das heißt, der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt? Nicht die Technologie ist die Beschränkung, sondern der menschliche Geist, die Fantasie, die Kreativität. Es ist scheinbar alles möglich. Ich meine, das ist ja ein fantastisches, auch sehr komplexes Objekt hier. Aber darüber hinaus ist alles, was wir erdenken können, nahezu machbar. Das heißt, die Welt steht uns offen. Die einzige Grenze ist die Fantasie. Vielen Dank für das Gespräch. Ich wünsche Ihrem Unternehmen viel Erfolg und wir freuen uns auf neue Objekte aus diesem innovativen Material.